Pelz. Es gibt neue Beweise. Wir sind für die Erderwärmung verantwortlich. Das globale Problem der Erderwärmung. Es gibt immer weniger Anbauflächen. Wir stehen vor dem 6. großen Artensterben. Die Erde, wie wir sie heute kennen, wird verschwinden. Laut neuer Erkenntnisse schmilzt das Eis zunehmend. Können vielleicht die Wirtschafts- und Finanzmärkte die Erde retten? Wir benutzen die Natur, weil sie für uns von Wert ist. Wir schaden ihr, weil sie kostenlos ist. Wenn wir in den Naturschutz investieren, wird sich das lohnen. Die Kapitalrendite wird sehr hoch sein. Wirtschaftswissenschaftler, Finanzexperten, Banken, Investmentfonds. Sie beobachten die Umweltverschmutzung mit Interesse und wollen die Erde schützen. Auf ihre Art und Weise. Mit Geld. Wie viel ist der Strand wert, an dem Sie Ihren Urlaub verbringen? Der Wald, in dem Sie so gern spazieren gehen? Eine Pflanze, ein Säugetier, ein Insekt? Aber ist diese Vermischung von Natur und Geld nicht unnatürlich? Die Finanzmärkte vergewaltigen die Erde. Vom Aussterben bedrohte Tierarten und Wälder werden wie Finanzprodukte gehandelt. Der Naturschutz ist zum neuen Finanzeldorado geworden. Er verspricht neue Gewinne. Wird den Finanzmärkten gelingen, was die Politik bisher nicht geschafft hat? Mit welchen Risiken? Und zu welchem Preis? Der Schutz der Erde ist eine große Herausforderung, denn der ökonomische Wert der Natur ist unsichtbar. Was sie uns schenkt, kann nicht in wirtschaftlichen Transaktionen gemessen werden. Saubere Luft, sauberes Wasser oder die Bestäubung der Bäume durch die Bienen. Oder haben Sie schon mal eine Rechnung von einer Biene bekommen? Milliarden fleißiger Bienen arbeiten unaufhörlich, unentgeltlich und in aller Bescheidenheit. Jahrtausende lang war das selbstverständlich. Niemand machte sich darüber Gedanken. Erst durch das Bienensterben erkannten wir den wirtschaftlichen Wert der Bienen. In den Vereinigten Staaten ist ein Großteil der Bienen gestorben. Das Gleiche droht auch in Europa. Deswegen gibt es heute sogenannte Bestäubungsdienste. Das sind Firmen, die den Landwirten Bienen liefern, um ihre Felder zu bestäuben. Man kann eine Woche lang Millionen von Bienen zu einem festen Preis mieten, um die Felder bestäuben zu lassen. Und wenn die Bienen aussterben? Wenn wir die fleißigen Bienchen durch menschliche Arbeitskräfte ersetzen müssen? Arbeitskräfte, die Geld kosten? Der Wert der Bestäubung durch die Bienen ist für die Wirtschaft zunächst unsichtbar. Laut Berechnungen liegt er jedoch bei 200 Milliarden US-Dollar. Das entspricht 8% der globalen landwirtschaftlichen Produktion. 200 Milliarden Dollar? Da sehen wir die Bienen doch gleich mit ganz anderen Augen. Bienenstöcke sind ein Vermögen wert. Wir Menschen haben das bisher nur nicht erkannt. Mr. Johnson? Yes? Hi, Mother Nature here. I'm here to collect for last month's nature usage. Nature usage? Okay, let me see. The sun rose and set. Oh, look at that. Every day. There was that cool breeze on Tuesday. Ist das die Lösung? Müssen wir die Leistungen der Natur in Geld bemessen? Die Bestäubung der Pflanzen? Unsere Spaziergänge im Park? Die saubere Luft? Wie viel das wert wäre? Das ist eine gute Frage. Was die Natur wert ist? Den Preis der Natur kann man nicht berechnen. Das ist unmöglich.
Die Natur muss kostenlos bleiben. Sie war vor uns da und wir müssen sie beschützen. Das ist keine Frage des Geldes. Meine Töchter leben in einem Apartment in New York. In der 56. Straße. In der 58. würde die gleiche Wohnung das Doppelte kosten. Warum ist eine Wohnung in der 58. Straße doppelt so teuer wie in der 56.? Weil man von dort auf den Central Park schauen kann. Der Blick auf eine Grünfläche ist $1 Million wert. And I see you're running a little behind on your oxygen bill. I wouldn't let that continue very long if I were you, Mr. Johnson. Well, I'm a little short this week, so I... So, will that be cash or charge? Oscar Wilde sagte, ein Zyniker ist ein Mensch, der den Preis von allem und den Wert von gar nichts kennt. Ich bin kein Zyniker und ich denke, wenn wir den Preis der Natur kennen, können wir auch ihren Wert anerkennen. Denn so wie unser System heute funktioniert, zählt nur das, was berechnet werden kann. Unser Wirtschaftssystem stammt aus einer anderen Zeit. Es entstand vor einigen hundert Jahren. Damals waren Arbeit und Kapital rar, also wertvoll. Sie machten den Wert einer Gesellschaft aus. Die natürlichen Ressourcen, Ökosysteme, gute Luft, sauberes Wasser, das alles war im Überfluss vorhanden. Diesen Dingen wurde kein Wert beigemessen. Saubere Luft, sauberes Wasser, Artenvielfalt, gesunde Ökosysteme. Welches Interesse haben die Wirtschaftsmärkte daran? Die Leistungen der Natur, bisher im Überfluss und kostenlos vorhanden, waren für die Wirtschaft nicht von Interesse. Doch das hat sich geändert. Die Natur ist zum Spekulationsobjekt des 20. Jahrhunderts geworden. Ein neuer, immenser Wirtschaftsraum ist entstanden, mit vielversprechenden Kapitalrenditen. Für Banken, Finanzmärkte, Weltkonzerne und für die Staaten. Denn alle wissen, auf einem toten Planeten kann man keine Geschäfte mehr machen. 2048 werden wir den letzten Fisch aus dem Ozean holen. Dann ist Schluss. Wir sehen doch überall, was der Mensch anrichtet. Er zerstört die Ökosysteme, er verschmutzt sie, er beutet sie aus. Wir befinden uns heute in einer recht widersprüchlichen Situation. Einerseits gibt es auf der Erde so viele Tier- und Pflanzenarten wie noch nie. Andererseits zerstören wir diese schneller, als sie sich regenerieren können. Es geht hier um eine grundlegende Wirtschaftstheorie, um das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Je größer das Angebot einer Ware ist, desto günstiger ist sie. Je geringer die Nachfrage, umso niedriger der Preis. Bei großer Nachfrage und geringem Angebot dagegen steigt der Preis. Momentan haben die Leistungen der Natur keinen Preis. Aber das wird sich ändern, denn das Angebot an natürlichen Ressourcen wird sinken. Und die Nachfrage wird steigen. Die Leistungen der Natur nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage zu bewerten, das ist neu. Die Natur als Wirtschaftsfaktor zu betrachten, das hat bis vor einigen Jahren kaum jemand gewagt. Der Mensch beeinflusst zunehmend die Entwicklungsprozesse der Erde. Das Artensterben verläuft heute 100 bis 1000 Mal schneller als in den letzten 500.000 Jahren. Die Artenvielfalt war schon einmal so stark bedroht wie heute. Das war vor 65 Millionen Jahren. Damals fand eine der größten Katastrophen in der Entwicklungsgeschichte der Erde statt. Die Dinosaurier starben aus. Und mit ihnen 70% aller Tierarten. Riskieren wir heute ein vergleichbares Massensterben? Dieses Mal würde es jedoch nicht von einem Meteoriteneinschlag ausgelöst, sondern vom Menschen selbst. Menschen gibt es seit Millionen von Jahren auf der Erde. Der Prozess, der zur Zerstörung der Natur führt, setzte aber erst vor 150 Jahren ein.
Es sind also nicht die Menschen, die die Natur zerstören, sondern es ist ihr Wirtschaftssystem. Seit der industriellen Revolution ist die Weltbevölkerung um das Sechsfache gestiegen. Der weltweite Wasserverbrauch hat sich verdreifacht. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre hat sich verdoppelt. Die Klimaerwärmung ist überall spürbar. Die Hälfte des tropischen Regenwaldes ist bereits verschwunden. Unser ökologischer Fußabdruck hat sich vergrößert. Um unseren Bedarf an Nahrung, Wasser und Energie zu decken, brauchen wir heute die Ressourcen von 1,5 Planeten. Bei unserem aktuellen Verbrauch werden es 2030 2 Planeten sein, 2050 2,5. Was passiert, wenn es immer weniger Bäume gibt? Wenn es an Trinkwasser fehlt? Wenn wir nicht mehr genug saubere Luft haben? Die natürlichen Ressourcen werden knapper. Irgendwann werden wir beginnen, diese Ressourcen zu bewerten. Wir werden überlegen, was uns ihre Zerstörung kostet. Und es wird immer Leute geben, die glauben, aus diesen Veränderungen Profit schlagen zu können. Das Geschäft mit der Natur hat bereits begonnen. 200 Kilometer von Los Angeles entfernt lebt eine Fliege. Wahrscheinlich die teuerste Fliege der Welt. Hier ist eine, direkt neben uns. Das ist eine Sandfliege. Vor 100 Jahren war der Lebensraum dieser Fliege in den Dünen ein paar hundert Quadratkilometer groß. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurden 95% ihres Lebensraums zerstört, weil der Mensch diesen Raum für andere Zwecke genutzt hat. Es sind 5% übrig geblieben. Aber nur in einem kleinen Teil davon leben heute noch gesunde Populationen dieser seltenen Insektenart. Die Fliegen schlüpfen im Sommer, wenn es heiß ist, und leben höchstens ein paar Tage. Die Gegend um die kalifornische Stadt Colton erlebt in den letzten Jahren einen starken wirtschaftlichen Aufschwung. Unternehmen und Fabriken haben die Dünen immer weiter zurückgedrängt. Die Sandfliege war die erste vom Aussterben bedrohte Fliegenart Amerikas. Um sie zu schützen, hat der Staat 1993 den Bau und die Ansiedlung neuer Firmen in der Region untersagt. Das wirtschaftliche Wachstum in Colton wurde gestoppt, wegen einer Fliege. Die Leute hier wollen Arbeit. Sie wollen angemessene Dienstleistungen und neue Firmen, die sich hier ansiedeln. Aber das ist im Moment nicht möglich. Viele Menschen in Colton ärgern sich über die Fliege. Andere freuen sich. Es ist eine seltene Insektenart, deren Lebensraum begrenzt ist. Diese Kombination bietet gute Investitionsmöglichkeiten. Wir generieren einen Wert für unsere Aktionäre und schützen durch unsere Umweltbank gleichzeitig die Sandfliege. Erst kürzlich haben wir 4.000 Quadratmeter für $250.000 verkauft. Umweltbanken sind auf die Finanzierung ökologischer Projekte spezialisiert. Diese Bank in Colton hat erkannt, dass man auch mit einer unnützen Fliegenart Geld verdienen kann. Die Bank hat 130 Hektar des Gebietes gekauft, in dem diese ihren Lebensraum hat. Die Fliege kann dort ungestört leben und die Bank verkauft in ihrem Namen Aktien. Neue Bauvorhaben sind in diesem Gebiet gesetzlich untersagt. Interessenten können aber Aktien bei der Bank kaufen und somit in den Schutz der Sandfliege investieren. Dank dieser Ausgleichszahlungen erhalten sie eine Baugenehmigung. 20 Millionen Dollar hat die Bank auf diesem Weg bereits eingenommen. Dieses System gewährleistet einerseits den Schutz der Fliege und andererseits die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Bank schützt eine Tierart und verdient daran Geld. Das kommt doch allen zugute. Die Anwohner sehen das anders.
Diese Fliege ist dabei, die Schlacht zu gewinnen. Wegen dieser Fliege haben wir schon mehrere Millionen Dollar verloren und viele Jahre. Das, was wir verloren haben, kann uns niemand ersetzen. Die Ausgleichszahlungen sind hoch. Es wäre günstiger, die Fliegen zu töten. Das meine ich natürlich nicht ernst, aber im Grunde genommen stimmt es. Der Artenschutz liegt in den Vereinigten Staaten in den Händen der Umweltbanken. Unternehmen, Bauträger, Straßenbaufirmen, alle, die durch ihre Arbeit Tiere und deren Lebensraum gefährden, zahlen dafür an die Umweltbanken. Diese haben bereits 500.000 Hektar zu besonderen Schutzgebieten erklärt. Das Aktienangebot ist vielfältig. Die Anleger können in den Schutz von Sumpfgebieten, Kakteen, Präriehunden oder Eidechsen investieren. Wildlands ist die größte Umweltbank im Westen der Vereinigten Staaten. Unser Umsatz liegt bei über 40 Millionen Dollar pro Jahr. Wir bieten verschiedene Aktien an, die dem Schutz unterschiedlicher Tierarten dienen. Dazu gehören die Strumpfbandnatter, Lachse, die Regenbogenforelle, Destint, Präriebussarde, Kaninchenkauze, die kalifornische Gopherschildkröte, der Bockkäfer oder Garnelen. Unsere Kunden kennen unsere Produkte. In der Regel kommen sie und sagen, ich werde einen Supermarkt bauen und dadurch den Lebensraum von Eulen zerstören. Ich möchte für die Schäden, die ich anrichte, Ausgleichszahlungen leisten. Wir bieten dem Kunden ein passendes Produkt an und verkaufen ihm die entsprechenden Aktien. Wir helfen unseren Kunden, Verantwortung zu übernehmen und damit ihr Gewissen zu erleichtern. Doch wie wählen die Banken die schützenswerten Arten aus? Und was wird aus den bedrohten Tierarten, die in bevölkerungsarmen Gebieten leben? Dort, wo es kein wirtschaftliches Wachstum gibt und wo niemand Aktien kauft. Die Wahl der zu schützenden Arten hängt von der Nachfrage auf dem Markt ab. Wir kaufen Gebiete, in denen bestimmte Tierarten geschützt werden sollen, und investieren die Gewinne in den Kauf anderer Gebiete. Dieses Wirtschaftsmodell zum Schutz der Natur ist eine einmalige Chance. Die Geschäfte sind rentabel, sodass wir immer wieder Mittel für neue Projekte haben. Die Gesetze des Marktes als Grundlage für den Artenschutz? Sollen wirklich Banken, selbst wenn es Umweltbanken sind, über die Rettung von Tierarten entscheiden? Und darüber, welche Tiere geschützt werden und welche im Namen der Rentabilität geopfert werden? Im Internet finden Sie etwa 700 verschiedene Umweltbanken. Dieser Markt setzt jährlich zwischen 2,5 und 4 Milliarden Dollar um. Die gefährdeten Tierarten haben heute einen eigenen Markt. Die Liste der Umweltbanken ist lang. Sie wollen wissen, welche Bank den Präriebussard schützt? Den Tigersalamander oder den Wüstenfuchs? Hier sind alle gefährdeten Tierarten aufgeführt, mit den entsprechenden Aktien. In Zukunft wird es Tier- und Pflanzenarten geben, die lukrativer sind als andere und in die dementsprechend mehr investiert wird. Andere Arten, die als weniger lukrativ gelten, werden dagegen keine Investoren finden. Das hat zur Folge, dass die lukrativen Arten überleben werden und die anderen aussterben. Hi, I'm John. I work for a company. A big company. A company that still doesn't realize it relies on nature, which is why I'm organizing a meeting, a big meeting, to discuss natural capital.
It's a new idea to boost our business. You've heard of financial capital, right? So what is natural capital? Naturkapital, das ist das durch die Leistungen der Natur entstandene Kapital. Das Klima oder die Bäume. Sie nehmen Kohlendioxid auf und wandeln es in Sauerstoff um. Auch die biologische Vielfalt ist Naturkapital. So let's take a shoe. This one's leather. Leather comes from cows. To make a cow, you need grass and grain. That's a lot of land and a lot of water. It provides the clean water that we need. Die Natur produziert sauberes Wasser und gesunde Nahrungsmittel. Die Wälder schützen uns vor starken Unwettern und Überschwemmungen. Ich nenne das die Reichtümer der Natur. Ein Wissenschaftler würde sie als Leistungen des Ökosystems bezeichnen. Die Natur als Unternehmen mit Eigenkapital und Dienstleistungen, die weltweit bewertet und in Geld berechnet werden. Ohne Regenwald gibt es keinen Regen. Ohne Regen keine Landwirtschaft in Südamerika, ohne Landwirtschaft keinen Landwirtschaftssektor. Der Wert des Regenwaldes wird heute auf 240 Milliarden Dollar geschätzt. In den Weltmeeren gibt es zahlreiche Korallenriffe. Sie verteilen sich über weite Teile der Erde, wie Sie hier sehen können. Über Mikronesien, Indonesien, Malaysia, Indien, Madagaskar bis in den Westen der Karibik. Diese roten Punkte liefern Nahrung für eine halbe Milliarde Menschen. Das ist ein Achtel der Weltbevölkerung. Die Wissenschaftler aber warnen uns, der CO2-Gehalt in der Atmosphäre ist zu hoch. Er stellt eine Gefahr für die Korallenriffe dar. Pawan Sukhdev ist zum internationalen Guru der Green Economy aufgestiegen. Er will die Menschen weltweit von der Bedeutung des Naturkapitals überzeugen. Er kämpft für die ökonomische Bewertung der Natur. Pawan Sukhdev berechnet den Wert eines Ökosystems, aber auch die weltweiten Verluste, die dessen Zerstörung mit sich bringt. Auch wenn er damit die Natur zu einer Handelsware erklärt. Wenn wir die Verluste in der Natur in Geld umrechnen, verlieren wir jedes Jahr 2 bis 4 Billionen US-Dollar. Das ist fast genauso viel, wie wir bei der großen Finanzkrise 2008 verloren haben. Aber diese Verluste sind unsichtbar, denn wenn ein Wald- oder Sumpfgebiet verschwindet, rechnen wir diesen Verlust nicht in Geld um. Genauso wenig, wie wir den Gewinn eines solchen Gebietes beziffern. Der ökonomische Wert der Natur ist unsichtbar. Das ist das große Problem. Die Natur ist nicht dazu bestimmt, verkauft zu werden. Es gibt zahlreiche Dinge, die gezielt für den Verkauf produziert werden. Das ist ihre Bestimmung. Bei der Natur aber ist das nicht so. Die Natur ist kein wirtschaftliches Gut. Sie hat keinen eigentlichen ökonomischen Wert, den man sichtbar machen muss und der vom Markt bestimmt wird. Doch viele Leute versuchen heute, die Leistungen der Natur zu kommerzialisieren und die Natur als Ware darzustellen. Man will uns weismachen, die Natur habe einen ökonomischen Wert, den man sichtbar machen muss. Viele Leute sind dagegen, der Natur einen ökonomischen Wert zuzuschreiben. Sie sagen, man könne die Leistungen der Natur nicht in Geld messen. Und es sei nicht gut, daraus Profit zu schlagen. Aber das ist zu kurz gedacht. Tatsächlich aber entspricht das der Meinung von sehr vielen Menschen in der ganzen Welt. Tausende Demonstranten gingen beim Umweltgipfel 2012 in Rio auf die Straße. Sie protestierten gegen die ökonomische Bewertung der Natur und forderten stattdessen politische Maßnahmen zur Lösung der Umweltkrise. Ohne Erfolg. Der Weltgipfel in Rio hat sich bereits vor 20 Jahren der Nachhaltigkeit verschrieben. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, bisher haben wir nicht viel erreicht. Wir spielen Poker mit unserem Planeten. Wir handeln nicht schnell genug. Es gibt immer mehr Armut und mehr Konflikte und die Zerstörung der Umwelt schreitet voran.
Die Politik hat keine zufriedenstellenden Antworten auf die Umweltkrise. Die Wirtschaft dagegen bietet neue Möglichkeiten, um zumindest manche Tierarten und Lebensräume zu schützen. Die ökonomische Effizienz hat bereits einige Anhänger gefunden. Was wir heute Naturkapital nennen, haben frühere Zivilisationen in Form von Gottheiten verehrt. Es gab die Götter der Flüsse, der Ozeane, der Sonne. So haben die Menschen die Leistungen der Natur wertgeschätzt. In den modernen Gesellschaften bemessen wir den Wert der Natur in finanziellen Transaktionen. Unser Gesellschaftsmodell hat sich grundlegend verändert. Der Kapitalismus ist heute von zentraler Bedeutung. Wir haben uns jahrzehntelang unentgeltlich für den Schutz der Wälder und der Ökosysteme eingesetzt, weil wir wussten, dass dies einer guten Sache dient. Aber wir haben damit nichts erreicht. Ich denke, da muss mir jeder Umweltschützer recht geben. Deswegen brauchen wir heute neue Möglichkeiten und Instrumente, mit denen wir wirklich etwas verändern können. Das Haus wirkt unscheinbar, doch hier befinden sich die Büros eines aufsteigenden Unternehmens. Der Informationsdienst Ecosystem Marketplace aus Washington gibt Berichte über Ökosystemdienstleistungen und Zahlungssysteme heraus. Wir veröffentlichen Informationen über die finanzielle Lage auf den Umweltmärkten. Denn wir gehen davon aus, dass transparente und glaubwürdige Informationen die Märkte beleben können. Auf dieser Grundlage haben wir die sogenannte Matrix mit 24 unterschiedlichen Marktinstrumenten entwickelt. Diese Matrix ist eine Art Bibel der Green Economy und ihrer neuen Märkte. Für Artenvielfalt, sauberes Wasser, sanften Tourismus oder Genpoole. Ecosystem Marketplace hat eine eigene Matrix entwickelt, um Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft die Wachstumsmöglichkeiten dieser neuen Sektoren vor Augen zu führen. 10% sind es für den Handel mit der biologischen Vielfalt, 55% für den mit Kohlenstoff. Die Natur als Kapital zu betrachten, ist vollkommen absurd. Die Natur wird damit zu einer Technologie erklärt, in die man investieren kann, um Gewinne zu maximieren. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Diese Leute sind vollkommen verrückt. Sie sind vielleicht nicht verrückt, sie haben nur einen ausgeprägten Geschäftssinn. Die Wirtschaft als Retterin der Erde, eine ungewöhnliche Idee, die sich immer weiter ausbreitet. Noch hat sie sich nicht überall durchgesetzt, doch sie überzeugt, langsam, aber sicher. Diese Idee entstand nicht von heute auf morgen, sie hat sich nach und nach entwickelt, im Laufe der letzten 50 Jahre. Zwischen 1965 und 1975 wurden eine Reihe neuer Umweltgesetze verabschiedet. Es entstanden neue Gesetze zum Trinkwasserschutz, für die Reinhaltung der Luft, den Schutz von Naturräumen und den Artenschutz. Viele Industrieverbände, die wirtschaftliche Interessen vertraten, bekamen es daraufhin mit der Angst zu tun und versuchten, gegen diese neue, strengere Umweltgesetzgebung vorzugehen. Die amerikanischen Historiker sprechen in diesem Zusammenhang vom Environmental Backlash, einem herben Rückschlag für die Umweltpolitik. Unterstützt wurden die Industrieverbände von Ronald Reagan, der den amtierenden Präsidenten Carter beschuldigte, mit seinen Umweltgesetzen das wirtschaftliche Wachstum zu bremsen. Reagan besuchte eine Fabrik, in der tausende Arbeiter entlassen worden waren. Er machte dafür die amerikanische Umweltschutzbehörde EPA verantwortlich. Reagan's tour of the decaying hearths and furnaces was a symbolic effort to remind voters that tough times arrived here while Jimmy Carter was president. It was closed down for two reasons, dumping and the EPA, forcing costs on them for environmental protection to meet their mandates that could not be afforded. There was no way to do it.
Nach seiner Wahl zum Präsidenten leitete Reagan eine Politik zur Abschwächung der Umweltschutzrichtlinien in die Wege. Das Budget der Umweltschutzbehörde EPA senkte er um 25%. Außerdem übertrug er deren Leitung einem seiner Vertrauten, der die Behörde langsam auflösen sollte. Unter Reagan wurden alle Umweltgesetze zur Waldbewirtschaftung und zur Reinhaltung der Luft abgeschwächt. Die Umweltschutzrichtlinien wurden abgeschwächt und die staatlichen Subventionen für den Umweltschutz gekürzt. Stattdessen entwickelte die amerikanische Regierung Marktinstrumente zur Rettung der Natur. Auch Präsident George Bush verfolgte diese Politik der Liberalisierung weiter. Er entwickelte ein Marktinstrument zum Schutz der Feuchtgebiete, die für den Erhalt der Artenvielfalt von großer Bedeutung sind. Zahlreiche Firmen würden in diesen Feuchtgebieten gerne neue Standorte eröffnen. Bush hatte eine Lösung. No net loss of wetlands. Kein Nettoverlust an biologischer Vielfalt. Mit diesem Konzept hat George Bush die Grundlage für die späteren Umweltmärkte geschaffen. Bush hatte das Ziel, den Schutz der Feuchtgebiete und wirtschaftliches Wachstum miteinander zu verbinden. Das Ergebnis? Unternehmen dürfen Teile dieser Gebiete zerstören, wenn sie dafür ökologische Ausgleichszahlungen leisten. Auf der Grundlage der Idee des No-Net-Loss entstanden ab 1991 die ersten Banken, die sich dem Schutz der Artenvielfalt, dem Schutz von Naturräumen und dem Artenschutz verschrieben haben. Nach und nach sind solche Märkte auch in anderen Teilen der Erde entstanden. In China, Brasilien, Mexiko, Peru. Diese Initiativen, die den Verlust an biologischer Vielfalt ausgleichen sollen, stoßen auf immer größeres Interesse. Dieser Regenwald auf Borneo ist heute 34 Millionen Dollar wert. Gekauft hat ihn eine Investmentgesellschaft, die die größte Umweltbank der Welt gegründet hat. Die Bank verkauft Anteile an Privatanleger, Rentenfonds und Versicherungsgesellschaften. Im Bundesstaat Sabah gibt es nur noch wenige Waldflächen. Und die sind oft in einem sehr schlechten Zustand. Im Flachland gibt es nur noch 80.000 Hektar Regenwald. Der Schutz dieses Regenwaldes ist sehr wichtig, denn dort leben bedeutende Tierarten, wie der Orang-Utan oder Elefanten. Das Malua Forstreservat erstreckt sich über 34.000 Hektar im malaysischen Teil der Insel Borneo. Das Besondere an diesem Projekt ist, dass wir den Schutz des Waldes unter ökonomischen Aspekten betreiben. Wir versuchen, den ökologischen Wert des Waldes zu rentabilisieren. Borneo ist die drittgrößte Insel der Welt. Die Wälder dort sind fast 150 Millionen Jahre alt. Im Jahr 1900 bedeckten sie die gesamte Fläche der Insel. Heute sind zwei Drittel davon verschwunden. Die Bäume wurden gefällt, um das Holz zu verkaufen oder um Palmen für die Herstellung von Palmöl zu pflanzen. Innerhalb weniger Jahre hat sich auf der Insel eine Monokultur breitgemacht, mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Wenn sich nichts ändert, wird der Orang-Utan hier in einigen Jahren ausgestorben sein. Genau wie der Borneo-Zwergelefant und weitere Tierarten. Wenn es der Malua-Bank gelingt, den ökologischen Wert dieses Regenwaldes in einen monetären Wert umzuwandeln, bekäme der Orang-Utan einen bisher unbekannten Wert. Der nahegelegene Palmölproduzent müsste dann Ausgleichszahlungen leisten, weil er einen Teil dieses Waldes nutzt und somit zerstört.
and develop it. Ihre Regenwaldaktien verkauft die Malua Bank an Produzenten von Palmöl und an Unternehmen aus der Lebensmittelwirtschaft, die dieses in ihren Produkten verarbeiten. Diejenigen, die den Regenwald zerstören, sollen dafür bezahlen. Aber wird das den Orang-Utan retten? Diese Logik ist vollkommen absurd, denn das heißt, derjenige, der genug Geld hat, kann sich freikaufen und die Natur zerstören. Die Aktien zum Schutz der Biodiversität sind in Wirklichkeit ein Freischein für Umweltverschmutzung und für die Zerstörung der Natur. Deswegen ist dieses System absurd und absolut schädlich. Es dient nicht dem Schutz der Natur, sondern es bewirkt das Gegenteil. Derjenige, der genug Geld hat, leistet Ausgleichszahlungen und rechtfertigt damit die Zerstörung der Natur. Noch ist das Wirtschaftsmodell der Malua Bank nicht rentabel. Doch selbst große, traditionelle Finanzakteure glauben an dessen Zukunft. Die Malua Bank hat Ende 2013 als erste Bank einen Bericht über das Naturkapital veröffentlicht. Die Umweltmärkte, die anfangs als Nischenmärkte galten, sind heute vielversprechende Hoffnungsträger. Die Fragen, die das Naturkapital betreffen, sind von zentraler Bedeutung. Vielleicht wird es in Zukunft zu Migrationen von menschlichen Zivilisationen und Tierarten kommen. Vielleicht wird sich unsere Lebensform grundlegend ändern. Die Investoren messen dem Naturkapital immer größere Bedeutung bei. Denn sie wissen, der Schutz der Natur kann Zwänge mit sich bringen, aber auch neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Durch Investitionen in die Umwelt können Unternehmen einen Mehrwert für ihre Aktionäre schaffen. Das bedeutet aber auch, sie müssen abschätzen können, wie sich das Angebot an natürlichen Ressourcen verändern wird. Die Umweltmärkte können in Zukunft große Gewinne generieren. Die Banken wägen immer sehr gut ab, welche Risiken und Chancen neue Märkte bieten. Und ich denke, dass sie die Bedeutung der natürlichen Ressourcen sehr gut kennen. JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Bank of America, all diese großen Banken investieren in Unternehmen, deren Aktivitäten einen Einfluss auf die biologische Artenvielfalt haben, positiv oder negativ. Deswegen ist es wichtig, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Auch Ecosystem Marketplace hat also ein Interesse an der Entwicklung dieser neuen Märkte. Das Unternehmen ist in unterschiedlichen Verwaltungs- und Aufsichtsräten vertreten, wo man auf altbekannte Namen stößt. Auf den Märkten zum Schutz der Artenvielfalt trifft man altbekannte Akteure. In erster Linie Banken. Und es ist besorgniserregend zu sehen, dass viele dieser Banken aktiv an Operationen beteiligt waren, die zur letzten großen Finanzkrise geführt haben. Banken engagieren sich nicht aus Großzügigkeit im Naturschutz, sondern weil sie darin neue finanzielle Möglichkeiten sehen. Der Naturschutz ist für sie eine Möglichkeit zur Schaffung neuer Finanzmärkte. Die Bank of America Merrill Lynch musste wegen ihrer Hypothekengeschäfte in der Subprime-Krise an die amerikanische Regierung die Rekordstrafe von 17 Milliarden Dollar bezahlen. Die größte amerikanische Bank JP Morgan Chase bezahlte 13 Milliarden Dollar Strafe. Citigroup wurde von der amerikanischen Regierung vor dem Bankrott gerettet. Die Bank bezahlte hunderte Millionen Dollar, damit die Ermittlungen des Justizministeriums eingestellt werden. Auf den Umweltmärkten agieren unter anderem Unternehmen, die von der Investmentbank Goldman Sachs aufgebaut wurden.
Goldman Sachs hat während der Finanzkrise durch Spekulationen Milliardengewinne gemacht. Steht das Streben nach Gewinnmaximierung nicht immer an erster Stelle? Die Banken werden gerne als böse dargestellt. In der Vergangenheit war das sicher oft der Fall. Aber die Banken waren böse, weil sie Fehler gemacht und nicht nachgedacht haben. Wenn es uns gelingen würde, sie vom Gegenteil zu überzeugen und zu unseren Verbündeten zu machen, dann könnten wir viel erreichen. Mark Tursek ist Vorsitzender der amerikanischen Naturschutzorganisation The Nature Conservancy. Die Organisation hat fast 1 Million Mitglieder und setzt sich für den Schutz von mehreren Millionen Hektar Land- und Meeresflächen auf der Welt ein. Glaubt Tursek wirklich an die guten Absichten der Banken? Ich hatte das Glück, selbst bei Goldman Sachs zu arbeiten. Ich war über 20 Jahre lang ein klassischer Investmentbanker. Bevor ich zu The Nature Conservancy wechselte, war ich Manager im Umweltbereich bei Goldman Sachs. Der aktuelle Vorsitzende der Naturschutzorganisation ist ein Banker. Er hat bei einer Investmentbank gearbeitet. Dort hat er seine Karriere aufgebaut. Er wird alles dafür tun, dass die Maßnahmen zur Lösung der Umweltkrise den Banken keinen Schaden zufügen. Ich bin selbst Banker. Ich kenne den Unterschied zwischen dem Preis und dem Wert der Dinge. Der Wert der Natur ist immens, aber wir haben nicht gelernt, ihn zu schätzen. Pawan Sukhdev ist der internationale Spezialist für Naturkapital. Sein Unternehmen berät Regierungen und internationale Organisationen. Begonnen hat er seine Karriere bei der Deutschen Bank. Die ökonomische Bewertung macht die Natur nicht zur Ware, sagt er. Sie soll die Regierungen dazu bringen, bewusster mit ihren ökologischen Reichtümern umzugehen und das Verantwortungsbewusstsein der Unternehmen stärken. Aber bleibt ein Banker nicht immer ein Banker? Die Wirtschaft ist lediglich eine Waffe. Es liegt an uns zu entscheiden, in welche Richtung wir schießen. Ich habe mich für die richtige Richtung entschieden. Mit seiner wirtschaftlichen Waffe hat der Banker und Umweltschützer auf die Politiker geschossen. Den Kampf gegen die internationalen Institutionen hat er bereits gewonnen. Die Lage in der Europäischen Union könnte sehr viel besser sein. Trotz zahlreicher Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, befinden sich heute nur 17% der Tierarten und der natürlichen Lebensräume und nur 11% der Ökosysteme in einem guten Zustand. Ich denke, wir müssen schlicht und einfach zugeben, dass wir versagt haben. Fortschritt und Entwicklung haben ihre Kehrseite. Große Fabriken garantieren unseren Lebensstandard, mit negativen Folgen, vor denen wir gerne die Augen verschließen. Die Erdöl-, Chemie- und Stahlindustrie verschmutzt die Luft mit Kohlendioxid, Schwefel, Benzol, Kohlenwasserstoff. Europas Städte wachsen. Die Industrialisierung schreitet voran. Die Menschen werden krank. Die biologische Vielfalt wird zerstört. Projekte zum Schutz der Biodiversität werden mit öffentlichen Geldern bezuschusst. Es gibt aber sehr viele Projekte und die öffentlichen Gelder reichen nicht für alle. Wir brauchen private Investoren. Deswegen interessieren wir uns zunehmend für innovative Finanzierungsmöglichkeiten. Der Umweltschutz ist den Staaten heute zu kostspielig. Die Weiterentwicklung der Umweltpolitik verschieben sie auf später. Ökonomische Fragen haben Priorität. Die ökologischen Belange sind in den Hintergrund gerückt. Die Umweltkrise aber bietet neue wirtschaftliche Möglichkeiten. Deswegen entwickeln die Staaten Instrumente, um diese zu nutzen. Der Naturschutz soll keine Beschränkungen mit sich bringen. Er soll vielmehr neue wirtschaftliche Möglichkeiten für den Privatsektor schaffen. Brüssel ist das Zentrum der Lobbyarbeit der Europäischen Union. Es gibt dort zwischen 15.000 und 50.000 Lobbyisten. Die meisten von ihnen vertreten die Interessen von Unternehmen.
Wir wünschen uns eine Partnerschaft mit dem Privatsektor. Denn ohne ihn werden wir es nicht schaffen. Vor 20 Jahren noch glaubte man, die Staaten und die Politik könnten die Erde retten. Hunderte Staats- und Regierungschefs kamen 1992 zum Erdgipfel nach Rio. Es war damals das größte Treffen von Staatenlenkern aus aller Welt. Nur eine Handvoll Unternehmen waren zugegen. Dass sie die Umwelt retten könnten, schien damals noch undenkbar. Am Erdgipfel von 1992 haben hauptsächlich Staats- und Regierungschefs und einige Vertreter der Zivilgesellschaft teilgenommen. Die Unternehmen wollte man damals nicht dabei haben. Sie galten als die Schuldigen. Sie wurden für die Umweltzerstörung verantwortlich gemacht. Der Weltwirtschaftsrat für nachhaltige Entwicklung besteht aus 200 multinationalen Konzernen. Viele dieser Unternehmen haben in Sachen Umweltschutz einiges nachzuholen, wie Rio Tinto, Shell, BP oder viele andere. Der Weltwirtschaftsrat wurde 1992 gegründet, um die Entscheidungen auf dem Erdgipfel von Rio zu beeinflussen. Im Laufe der letzten 20 Jahre sind die Konzerne des Weltwirtschaftsrats zu einer starken Lobby herangewachsen. Ich denke, langsam aber sicher werden die Unternehmen und die Regierungen gleichberechtigte Partner werden. Momentan ist das vielleicht eher eine Wunschvorstellung, aber ich glaube, dass sich die Dinge in diese Richtung entwickeln werden. Die weltweite Umweltkrise können wir nur lösen, wenn Unternehmen und Staaten gleichberechtigt zusammenarbeiten. Die Rechnung scheint aufzugehen. Beim Erdgipfel 2012 haben die Vereinten Nationen den multinationalen Konzernen den roten Teppich ausgerollt. Zum UNO-Gipfel Rio plus 20 waren über 2700 Vertreter aus der Privatwirtschaft geladen. Die Generaldirektoren von Unilever, Puma, Coca-Cola, Shell, Rio Tinto und viele andere. Alle trafen sich in einem Luxushotel in Rio. Vertreter aus Unternehmen der Erdöl-, Chemie- und der Metallindustrie. Unternehmen, die durch ihre Produktion schwere Umweltschäden angerichtet haben. Wir müssen, wie in jedem guten Management, die Chancen und Risiken abwägen. Wir müssen unsere Ökosysteme verstehen. Ich erinnere Sie daran, dass Nestle sich gegen die Abholzung von Wäldern einsetzt. Wir sind das erste große Unternehmen, das sich in diesem Sinne engagiert. Für uns war es selbstverständlich, dass wir uns Gedanken über die Zukunft der Artenvielfalt und der Ökosysteme machen. Dow Chemical hat gemeinsam mit Monsanto das Entlaubungsmittel Agent Orange hergestellt. Durch den Einsatz dieses Herbizids im Vietnamkrieg erkrankten tausende Menschen an Krebs. Und unzählige Kinder wurden mit schwersten Behinderungen geboren. Durch die Übernahme der Union Carbide Corporation im Jahr 2001 steht Dow Chemical auch in Verbindung mit der Katastrophe in Bhopal. Im indischen Bhopal kam es 1984 zu einer Explosion in einer Pestizidfabrik. 40 Tonnen giftige Chemikalien entwichen in die Atmosphäre, 10.000 Menschen starben, 300.000 wurden krank. Die Unternehmen des Weltwirtschaftsrats für nachhaltige Entwicklung betreiben ein falsches Spiel. Im Grunde genommen üben sie Druck auf die Politik aus, damit diese im Sinne ihrer Interessen entscheidet. Somit verhindern sie jeglichen strukturellen Wandel. Und ihr Handeln ist weiterhin schädlich für die Menschen und für die Natur. Nach nur 20 Jahren sprechen Banker, Politiker und Unternehmer mit einer Stimme. We will change the way business measures, manages and values its performance. Die jüngste Wirtschaftsgeschichte ist hochinteressant. In den letzten Jahren sind zahlreiche multinationale Konzerne entstanden. Einen Teil ihres Erfolgs haben sie der Deregulierung und den Innovationen auf den Wirtschafts- und Finanzmärkten zu verdanken. Es geht in erster Linie nicht um die Umwelt. Wir brauchen vielmehr eine neue Industriepolitik.
Im Grunde genommen handelt es sich nicht um grünes Wachstum, sondern um Wachstum im Allgemeinen. Full stop. Thank you. Ist es möglich, wirtschaftliches Wachstum und den Schutz der Natur miteinander zu vereinbaren? Nein, das ist nicht möglich. Das wirtschaftliche Wachstum wird begrenzt durch die Möglichkeit unseres Planeten, sich zu regenerieren. Und diese Grenze haben wir längst überschritten. Warum möchte man uns heute etwas anderes weismachen? Weil die Kapitalwirtschaft das Wachstum braucht. Kapital muss sich vermehren. Ohne Wachstum kommt es zur Krise. We need a clean, more progressive economy. A green economy. An economy that is good for people, business and the planet. Pavan has been at the forefront of a community of economists, development experts, environmental experts, social science experts. Auch die Vereinten Nationen ließen sich überzeugen. Der Direktor des UN-Umweltprogramms ernannte Pavan Sukhdev zum UNO-Botschafter. Ein Banker vertritt heute den Umweltschutz im Namen aller Nationen der Erde. Die Vereinten Nationen fördern zunehmend private Investitionen auf globaler Ebene. Ich lehne es grundlegend ab, dass die Vereinten Nationen diese Rolle übernehmen. In unserem indigenen Umweltnetzwerk haben wir uns viel mit dem Konzept der Green Economy auseinandergesetzt. Am Anfang hielten wir das für eine gute Sache. Wir fanden es positiv, dass sich auch in der Wirtschaft ein Umweltbewusstsein entwickelt. Green Economy, das klingt gut, aber wenn man näher hinschaut, erkennt man, dass es im Grunde genommen darum geht, die Natur zu privatisieren. Stecken die Vereinten Nationen, die multinationalen Unternehmen, die Banker und Politiker also unter einer Decke? Ist das eine internationale Verschwörung gegen die Natur? Oder doch die letzte Rettung für uns und unseren Planeten? Wir bei Nature Conservancy arbeiten mit Unternehmen wie Dow Chemical zusammen. Ich werde immer wieder gefragt, warum arbeitest du mit Unternehmen zusammen, die die Umwelt so stark belasten? Darauf antworte ich, genau deswegen müssen wir mit ihnen zusammenarbeiten. Die Umweltschutzorganisationen brauchen Geld. Naturschutz ist teuer. Die Spendengelder reichen nicht aus. Einige Organisationen sind deshalb Partnerschaften mit multinationalen Konzernen eingegangen. In den Umweltschutzorganisationen sitzen Vertreter großer Unternehmen. Und die Unternehmen stellen Mitglieder dieser Organisationen ein. Wer beeinflusst hier wen? Einem Unternehmen wie Coca-Cola ist sehr wohl bewusst, dass Trinkwasser wichtig ist und dass man es bewahren muss. Das wissen diese Leute ganz genau. Und sie fragen uns, in welche Waldgebiete müssen wir investieren, damit das Trinkwasser möglichst viel Ertrag bringt? Im klassischen ökologischen Sinn könnte man diese Frage als schockierend empfinden. Wenn wir aber die Industrie dazu bewegen wollen, verstärkt in den Naturschutz zu investieren, müssen wir auf solche Fragen eine Antwort finden. Ich denke, das ist kein Widerspruch. Ein solcher Ansatz kommt jedem zugute. Die großen Unternehmen stellen ihren Namen, ihr Logo, ihre Kontakte und ihre Erfahrung in den Dienst der sogenannten Umweltmärkte. Aber die meisten von ihnen wissen sehr wohl, dass der Mensch und die Natur keinen Nutzen davon haben.
Doch möchten wir gerne daran glauben. Daran, dass die Banken und großen Unternehmen ein Einsehen haben. Dass sie an das Naturkapital glauben. Dass sie die Umwelt wirklich schützen wollen. Vielleicht haben die Banken und Weltkonzerne ja wirklich verstanden, welchen Einfluss sie auf die Natur haben und wie sehr wir diese brauchen. Metamorphose oder geschickte Täuschung? Ich bin ein ehrgeiziger Mensch und ich glaube, dass wir es schaffen können. Wir können die Spielregeln ändern. Ich warte voller Ungeduld auf die nächsten 10 Jahre. Denn in dieser Zeit werden wir neue Regeln für unsere Volkswirtschaften entwickeln. Wir werden ein Gleichgewicht finden zwischen wirtschaftlichem und finanziellem, zwischen ökologischem und sozialem Erfolg. Wenn uns das gelingt, kann meine Vision wahr werden. Dann können 9 Milliarden Menschen angemessen leben, ohne dass die Natur darunter leiden muss. Daran wird der Erfolg unserer Wirtschaft gemessen werden. Zahlreiche Unternehmen haben sich bereits für den Umweltschutz engagiert, weil dort neue Gewinne locken oder weil sie ihr Image aufpolieren wollen. Vale ist eines der größten Bergbauunternehmen der Welt und Mitglied im Weltwirtschaftsrat für nachhaltige Entwicklung. Der unternehmenseigene Zug ist eine Institution in Brasilien. Vale transportiert pro Jahr 100 Millionen Tonnen Eisenerz von der Mine im Amazonasgebiet an die Atlantikküste. Das sind über 1000 Kilometer. Auch die Bewohner der Gegend dürfen den Vale-Zug nutzen. Hier in der Gegend will jeder für Vale arbeiten. Ich auch. Ich hatte Glück und habe eine Arbeit als Zugführer in diesem Zug gefunden. Vale hat Standorte in 38 Ländern der Welt. Sein Umsatz beläuft sich auf über 46 Milliarden Dollar. Der Weltkonzern weiß, dass seine Tätigkeit schwerwiegende Folgen für die Umwelt hat. Deshalb investiert er in Aufforstungsprojekte im Amazonas-Regenwald. Schon 50.000 Hektar wurden mit neuen Bäumen bepflanzt. Weitere 170.000 Hektar sind geplant. Vale aus Brasilien, der Sieger des Public Eye Awards 2012. Trotzdem wurde Vale 2012 mit dem Negativpreis für besonders verantwortungsloses Handeln gegenüber Mensch und Natur ausgezeichnet. Der Public Eye Award zeigt uns, welche Unternehmen besonders verantwortungslos handeln. Es reicht aber nicht aus, dass diese Unternehmen erkennen, dass ihre Praktiken für Mensch und Natur schädlich sind. Sie müssen auch grundlegende Verbesserungen einführen. Ich hoffe, dass der Public Eye Award dazu beiträgt, ein Bewusstsein für besonders negatives Handeln in der Welt zu schaffen. Womit hat Vale diese Auszeichnung verdient? Warum protestieren Menschen eines internationalen Opferverbandes gegen das Unternehmen, das nach eigenen Aussagen jedes Jahr über 1 Milliarde Dollar in die nachhaltige Entwicklung investiert? Entlang der Vale-Zugstrecke liegen unter anderem 5 Fabriken, in denen Tag und Nacht Eisenerz geschmolzen wird. Tag und Nacht steigt stinkender, gefährlicher Rauch in den Himmel. Direkt unter der Fabrik leben Menschen. Der Staub kommt von den Fabriken. Das ist hier jeden Tag so. Es ist unmöglich, hier etwas sauber zu halten. Ich habe heute Morgen schon einmal geputzt und jetzt sieht es schon wieder so aus. Die Lungen meiner Mutter, die in ihrem ganzen Leben nie geraucht hat, sehen auch so aus. Wenn wir hier bleiben, werden wir sterben.
Wir kämpfen für unser Recht auf Leben. Das müssen die Leute doch verstehen. Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. Wir wurden geboren, um zu leben. Gott hat uns erschaffen, damit wir Leben im Überfluss haben. Hier haben wir nur Dreck im Überfluss. Als wir hierher zogen, war meine Frau völlig gesund. Aber nach 3 Jahren bekam sie Brustkrebs. Sie musste operiert werden. Man hat ihr eine Brust amputiert. Der Arzt hat uns gefragt, ob wir in der Nähe einer Eisen- und Stahlfabrik wohnen, was wir bejaht haben. Er riet uns wegzugehen, damit wir nicht noch kränker werden. Die Geschäftspartner und Aktionäre dagegen schätzen das vorbildliche Engagement von Vale für den Umweltschutz. Mitten im Amazonasgebiet betreibt der Bergbaukonzern die größte Eisenerzmine der Welt. Als Ausgleich lässt er neue Bäume pflanzen. Das Umweltengagement wirkt sich positiv auf den Wert der Vale-Aktien aus. Außerdem ist Vale an der Börse im Nachhaltigkeitsindex notiert. Vale investiert bewusst in den Naturschutz, um daraus Profit zu ziehen und dann noch größere Gewinne zu machen. Es ist offensichtlich, dass es dem Unternehmen mehr um finanzielle als um ökologische Aspekte geht. Vale lässt zwar wieder aufforsten, doch es werden ausschließlich Eukalyptusbäume gepflanzt. Die Erdschicht ist dünn und der Boden ist sehr kompakt. Damit die Pflanzen sich gut entwickeln können, brauchen sie aber einen durchlässigen Boden. Denn der Boden dient als Wasserspeicher. Wenn kein Wasser gespeichert wird, kann sich kein biologischer Prozess entwickeln und die Mikroorganismen können nicht arbeiten. Das alles hier wird irgendwann zu einer Wüste verkommen, zu einer grünen Wüste. Einige Kilometer weiter ein natürlich gewachsener Regenwald. Hier fällt sofort auf, dass die Erde ganz anders riecht. Die Erde hat eine andere Farbe und sie riecht anders. Man riecht, dass sie voller Leben ist. Der Boden ist hier ganz anders als in dem Waldstück, das wir vorhin gesehen haben. Sie sehen hier auch zahlreiche Wurzeln von anderen Pflanzen, die unter den großen Bäumen gewachsen sind. Unter diesen Bedingungen ist der Boden fruchtbar. Er kann das Regenwasser speichern und die Mikroorganismen können ihre Arbeit tun. Hier kann sich ein natürlicher Kreislauf entwickeln. Die abgestorbene Materie wird wieder neues Leben hervorbringen. Der Boden dieser Eukalyptuswälder wird in weniger als 30 Jahren unfruchtbar sein. Bis dahin kann Vale Jahr für Jahr Profit aus seinem Umweltengagement ziehen. Und schließlich kann der Konzern an den Bäumen verdienen, indem er sie zur Herstellung von Biokraftstoff verkauft. Eine Eukalyptusmonokultur wird der Welt als neuer Amazonas-Regenwald verkauft. Das ist eine der Täuschungen der Green Economy. Eine Lüge, die uns glauben lassen soll, die Wirtschafts- und Finanzmärkte könnten die biologische Vielfalt auf unserer Erde retten. Die Märkte zum Schutz der Artenvielfalt sind keine neue Erfindung. Es gibt schon viele andere Märkte, in denen mit der Natur gehandelt wird. Wir wissen heute genau, wie sie funktionieren. Wir kennen die Gewinner und die Verlierer. Delegates from around the world gathered here by the hundreds to discuss climate change and its consequences. Global warming would be far more permanent. Im Dezember 1997 unterzeichnen zahlreiche Staaten in Japan das Kyoto-Protokoll. Sie verpflichten sich darin, das Klima zu schützen und den Ausstoß von Treibhausgasen zu verringern. One leading theory is that it's caused when carbon dioxide and other man-made gases are released into the air and trap heat, much like a greenhouse. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu hoch ist. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken. Mit dem Pflanzen und dem Erhalten neuer Wälder
oder mit nachhaltiger Landwirtschaft. Diese Maßnahmen erscheinen vielen heute als die günstigste und effektivste Methode, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu senken. Dabei spielt es keine Rolle, wo auf der Erde das Kohlendioxid in die Luft ausgestoßen wird. Denn wir haben heute die Möglichkeit eines globalen Austausches. Auf diese Weise kann sich ein Weltmarkt für Rohstoffe entwickeln. Zur Reduzierung der Treibhausgase hat das Kyoto-Protokoll Mechanismen für umweltverträgliche Entwicklung erarbeitet. Im Protokoll ist eine Höchstgrenze für den globalen CO2-Ausstoß definiert. Für jeden Industriestaat werden bestimmte Quoten festgelegt, die dieser auf die Industriebetriebe in seinem Land verteilt. Ein Unternehmen A, das weniger Emissionen verursacht, kann seine restlichen Punkte an Unternehmen B verkaufen, das seine Quote überschreitet. B kann aber auch in umweltfreundliche Energien in einem weniger entwickelten Land investieren. Man bietet den Unternehmen finanzielle Anreize, damit sie etwas für die Reduzierung des Kohlendioxids in der Atmosphäre und für den Klimaschutz tun. Wer zum Beispiel in Aufforstungsprojekte investiert, wird dafür belohnt, denn er hat dazu beigetragen, neues Naturkapital zu schaffen. Immer mehr Unternehmen aus den westlichen Industriestaaten investieren deshalb in Aufforstungsprojekte und Maßnahmen zum Schutz von Wäldern in der südlichen Hemisphäre. Kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Weltkonzerne wie Microsoft, Disney, Air France oder die Erdölriesen. Uganda ist eines der Länder, in denen solche Klimaschutzprojekte umgesetzt werden. Wir messen, wie viel Kohlendioxid durch diese Bäume aus der Atmosphäre gebunden wird. Wir messen die Höhe und den Durchmesser der Bäume und können dann mit Hilfe unserer Tabellen bestimmen, wie viel Kohlendioxid von jedem einzelnen Baum gebunden wird. Die Männer, die hier unterwegs sind, üben einen Beruf aus, den es erst seit der Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls gibt. Sie sind sogenannte Kohlendioxidjäger. Höhe 20,6. Für jede Tonne gebundenes CO2 gibt es eine Emissionsgutschrift. Diese Gutschriften bietet das deutsche Unternehmen Global Woods auf dem internationalen Markt an. Und damit ist es eben so, dass man als, wenn man hier in Europa zu viel CO2 emittiert, kann man durch den Kauf solcher Zertifikate diesen sogenannten Kohlenstofffußabdruck kompensieren und einen aktiven und sehr nachhaltigen Beitrag dazu leisten, dass das Klima geschützt wird. Die Jagd auf Kohlendioxid weitet sich aus. Und mancher Investor erhofft sich davon bedeutende Gewinne. Doch werden diese zarten Pflänzchen das Klima retten können? Werden sie die von den Industriestaaten verursachte Verschmutzung ausgleichen können? Und deren verschwenderischen Umgang mit natürlichen Ressourcen? Das zumindest ist die Lösung, die die internationale Politik und die Finanzmärkte heute zur Rettung unseres Planeten anbieten. Die Länder im nördlichen Teil der Erde zahlen, statt ihren Lebenswandel zu ändern. Auf den 5000 Hektar Fläche, auf denen wir bis jetzt Bäume gepflanzt haben in Uganda, werden ungefähr 1 Million Tonnen Kohlenstoff gebunden. Und das entspricht der Menge an CO2, die in Mitteleuropa 100.000 Leute in einem Jahr emittieren. Diese Emissionsgutschriften sind nichts anderes als Papiere, die verkauft werden. Man kann zum Beispiel eine Gutschrift über 20 Tonnen Kohlendioxid kaufen. Diese Menge an CO2 darf man dann in die Atmosphäre ausstoßen, weil mit dem Geld, das man dafür bezahlt hat, irgendwo auf der Welt ein Wald finanziert wird, der 20 Tonnen CO2 absorbiert. Wir haben dieses System genau analysiert und sind zu einem alarmierenden Ergebnis gekommen.
Die Rechnung geht nicht auf. Im Grunde genommen dient dieses System dazu, die Welt zu täuschen, damit die Industriestaaten im nördlichen Teil der Erde weiterhin fossile Energien nutzen können. Als Sie hierher kamen, waren Sie sehr freundlich zu uns. Sie sagten, wir seien jetzt gute Nachbarn. Aber sind das wirklich gute Nachbarn, wenn Sie kommen, um uns mit der Kalaschnikow zu vertreiben? Wir haben nichts mehr zu essen. Die Kinder haben den ganzen Tag Hunger. Wir haben auch kein Geld mehr, um die Schule zu bezahlen. Wir möchten wieder in den Wäldern arbeiten, wie früher. Sie könnten versuchen, sich mit uns zu einigen, statt uns hier einzusperren. Wir sind friedfertige Menschen. Wir haben keine Waffen, um uns zu wehren. Wir könnten eine friedliche Lösung finden. Stattdessen haben sie uns hier eingesperrt. Wir können nichts mehr anbauen und sind zur Armut verdammt. Die Flächen, auf denen Global Woods heute Bäume pflanzen lässt, wurden von den Dorfbewohnern früher als Weide- und Ackerflächen genutzt. Das Land gehört ihnen zwar nicht offiziell, aber es hat ihnen geholfen zu überleben. Seit Global Woods hier ist, ist das vorbei. Gesucht: Sicherheitsbeamte. Stellenbeschreibung: Verhindern von illegalem Anbau auf ausgewiesenen Waldflächen. Voraussetzungen: Ausbildung im Sicherheitsbereich, militärische Erfahrung, Kenntnisse in Kampfsportarten. Vorgesehen zum Pflanzen von Bäumen und nicht zum Anbau von Getreide oder um Kühe zu halten. Was wir aber machen, wir gehen da sehr proaktiv ran. Uns ist das bewusst, dass selbst so eine gute Sache wie Bäume pflanzen durchaus zu Konflikten führen kann. Aber wir gehen auf die Menschen zu. Dieses System nutzt unsere Bäume, unsere Wälder aus. Vor allem in den Ländern auf der südlichen Hemisphäre der Erde. In den Entwicklungsländern, bei den indigenen Völkern, bei unseren Brüdern und Schwestern. All das im Namen des Umweltschutzes. Wozu wollen wir Land nutzen? Damit Menschen dort Ackerbau für ihren Lebensunterhalt betreiben können? Oder um immer mehr Bäume zu pflanzen? Müssen die Menschen aus den armen Ländern das Klima retten, das die reichen Länder zerstört haben? Im Namen des Umweltschutzes wurden in Afrika vielerorts Menschen aus ihren Dörfern vertrieben. Ihre Hütten wurden niedergebrannt. In Honduras starben Dutzende Bauern, weil sie gegen die Räumung ihrer Dörfer protestiert haben. Sind Bäume heute mehr wert als ein Menschenleben? Unser Volk stirbt. Bald wird es uns nicht mehr geben. Das ist eine Art Völkermord, der Mord an unserem Volk. Der wilde Bulle an der Wall Street lässt sich davon nicht beeindrucken. Wenn er neue Geschäfte wittert, lässt er sich durch nichts und niemanden aufhalten. Hay que tener claro. Diejenigen, die in solche Emissionszertifikate investieren, tun dies nicht aus Großzügigkeit, sondern weil sie Gewinne machen möchten. Und wie kommen sie zu ihrem Gewinn? Indem sie dafür sorgen, dass der Wert der Zertifikate steigt. Die Natur wird zum Spekulationsobjekt und deswegen kann dieses System nicht von Dauer sein. Spekulationsgeschäfte werden oft als etwas Negatives dargestellt. Aber Spekulation an sich ist nicht schlecht. Beim Spekulieren gehen bestimmte Personen ein Risiko ein. Und man kann ihnen nur wünschen, dass sie diesen Risiken standhalten, wenn die Dinge nicht so laufen wie geplant. Bisher wurden bereits mehrere Millionen Dollar in Projekte zum Schutz der Wälder investiert. Die Investoren hoffen, mit dem Verkauf von Emissionsgutschriften langfristig Geld zu verdienen. Im Moment ist das noch nicht der Fall, aber sie spekulieren darauf, dass es später so sein wird.
Ich habe in meinem Leben mehr als nur einen Börsenkrach erlebt. Besteht auch die Gefahr, dass die Umweltmärkte zusammenbrechen? Ja, erste Anzeichen hat es schon gegeben. Der Wert der Emissionszertifikate ist bereits gefallen. Von 30 Euro pro Tonne auf weniger als 3 Euro. Wollen wir unsere Zukunft wirklich einem Markt überlassen, auf dem der Wert unserer Umwelt so instabil ist? Bank of America, Merrill Lynch and the World Bank have announced a plan to offer World Bank green bonds to... Seit einigen Jahren verkaufen große Banken und Unternehmen die grünen Anleihen, die von der Weltbank entwickelt wurden. Dutzende Milliarden Dollar haben Finanzinstitute in Form dieser Anleihen bereits auf den Markt gebracht, um die Finanzwelt umweltfreundlicher zu gestalten. Andere Banken haben die sogenannte Naturkapitalerklärung unterzeichnet, in der sie sich verpflichten, Produkte im Sinne des Umweltschutzes anzubieten. Doch wer garantiert uns, dass diese grünen Finanzmärkte unserem Planeten wirklich helfen? Wir können davon ausgehen, dass die Banken und Trader diese Geschäfte nur machen, um Gewinne für sich zu erzielen. Sie tun es nicht für die Natur. Das Gleiche haben wir in der Finanzkrise 2008-2009 erlebt. Die Kredite, die den Leuten damals gewährt wurden, haben in Wirklichkeit nicht den Hauseigentümern geholfen. Das ganze System zielte nur darauf ab, den Banken höhere Gewinne zu ermöglichen. Die Immobilienkrise in den USA war der Auslöser der allgemeinen Finanzkrise. Die Banken haben mit dem Traum vieler Menschen gespielt, dem Traum vom Eigenheim. In den USA haben sie damit vor allem Kreditnehmer aus einfachen Verhältnissen angelockt. Als diese nicht mehr zahlen konnten, fiel das Kartenhaus zusammen. Durch die Subprime-Krise landeten Millionen von Amerikanern auf der Straße. Die Finanzkrise wurde zur sozialen Krise. Wir haben ja gesehen, wohin dieser Finanzkapitalismus führt. Wir haben den Zusammenbruch an der Wall Street miterlebt. Überall dort auf der Welt, wo es nur darum geht, immer größere Gewinne zu erzielen, werden Volkswirtschaften, Ökosysteme und schließlich unser Planet zerstört. Und dann will man uns weismachen, die Erde würde zerstört, weil sie nicht mit Geld bewertet wird. Das Gegenteil ist der Fall. Das sehen wir, wenn wir uns eine Landkarte anschauen. Überall dort, wo man der Erde einen Geldwert zugeordnet hat, wurde die Erde misshandelt und zerstört. Dort, wo man ihr mit Respekt begegnet, ist die Natur bis heute intakt geblieben. Dafür gibt es klare Beweise. Die Tatsache, dass wir die Natur in Geld messen, hat zu Leid und Zerstörung geführt. Wir müssen alles tun, um diese Logik des Finanzkapitalismus zu überwinden. Sie ist wie ein Krebsgeschwür auf unserem Planeten und in den Köpfen der Menschen. Und wie hängt das alles zusammen? Schlechte Finanztitel, Spekulationsgeschäfte, Eigenheime einerseits und Wälder, Insekten und Orang-Utans andererseits. Wenn früher jemand ein Haus kaufen wollte, ging er zur Bank. Die Bank prüfte seine Zahlungsfähigkeit und vergab dementsprechend einen Kredit oder verweigerte ihn. Auf dem Subprime-Markt in den USA lief das anders. Die Banken gewährten auch einkommensschwachen Familien Kredite. Ihre Forderungen gaben sie in Form von Anleihen weiter, die von Anlegern gekauft wurden. Diese wurden aufgesplittet und als sogenannte Derivate weiterverkauft. Mit mehr oder weniger Risiko und Rentabilität. Als zu viele Kreditnehmer ihre Schulden nicht mehr bezahlen konnten, wurden Anleger und Banken dadurch in den Ruin getrieben. Einige Investoren hatten auf die Zahlungsunfähigkeit der Kreditnehmer spekuliert, um am Ende als Gewinner dazustehen. Es ist offensichtlich, dass die gleiche Logik irgendwann auch auf dem sogenannten Umweltmarkt angewandt wird. Die Finanzprodukte zum Schutz der Artenvielfalt werden auf immer mehr Investoren aufgeteilt und jeder möchte Gewinn machen. Schließlich werden sie auf das Aussterben einer bestimmten Tierart spekulieren. On voit se développer
In den USA entwickelt sich nach und nach ein Markt für den Handel mit speziellen Finanzderivaten, nämlich Versicherungsprodukten, die bestimmte Tierarten und Lebensräume schützen sollen. Ein Unternehmer kann bei einer Versicherungsgesellschaft einen Titel kaufen und sich dagegen absichern, dass seine Aktivität zum Aussterben einer bestimmten Tierart führt. Diesen Titel kann er weiterverkaufen. Dadurch entwickelt sich ein Parallelmarkt, der mit dem ursprünglichen Produkt nichts mehr zu tun hat. Ob dieses Finanzderivat ursprünglich mit Vögeln zu tun hatte, mit Reis oder Erdöl, spielt keine Rolle. Der ursprüngliche Zweck einer Investition ist unwichtig. Was zählt, ist nur der endgültige Ertrag. Wenn ich Gewinn machen kann mit dem Aussterben einer Tierart, warum nicht? Verbriefungen führen oft zu Verlusten. Sie haben unter anderem zur Finanzkrise geführt. Aber es gibt auch sehr gute Produkte auf dem Markt. Deswegen dürfen wir nicht darauf verzichten. Wir müssen die Produkte nur verbessern. Sollen wir auf alles verzichten und nichts wagen, weil es vielleicht schiefgehen könnte? Ich denke, das wäre ein großer Fehler. Und wenn es tatsächlich schief geht? Was wären die Konsequenzen? Gibt es ein akzeptables Risiko? Investmentfonds bieten heute schon Anlagen für bestimmte Tierarten an. Wie wäre es mit 50 Orang-Utan-Aktien, 30 Fliegen-Aktien und 40 Heuschrecken-Aktien? Der Amazonas-Regenwald ist bereits an der ersten grünen Börse der Welt notiert. It's playing God. Die Leute, die dieses System befürworten, halten sich für Gott. Irgendwann werden sie aber erkennen müssen, dass der Mensch eben doch nicht Gott ist. Aber dann wird es zu spät sein. Diese Ängste sind für mich rein ideologischer Natur. Sicher gibt es Leute, die die Natur gerne verkaufen würden, die gerne mit Tierarten handeln würden. Das ist schade, denn das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, zu gewährleisten, dass der Wert der Natur erkannt und respektiert wird. Es gibt aber auch Menschen, die aufgrund ihrer politischen Einstellung auf jegliche Form des Kapitals allergisch reagieren. Sie kämpfen gegen alle und alles, das mit Wirtschaft oder Kapital zu tun hat. Diejenigen, die das System befürworten, werden sagen, das sind reine Verschwörungstheorien. Es wird nicht zum Ausverkauf der Natur kommen. Das ist nicht das Ziel der ökonomischen Bewertung der Natur. Aber wie wollen Sie Spekulationen verhindern, wenn das System erst einmal im Gange ist? Die Erfinder eines Marktinstruments können doch gar nicht kontrollieren, wer dieses Instrument benutzt und zu welchem Zweck. Es geht um unsere Zukunft auf der Erde. Wollen wir diese den Banken und Finanzmärkten überlassen? Viele Umweltbanken garantieren den Schutz von Tierarten und natürlichen Lebensräumen für maximal 50 Jahre. Gerade genug Zeit, um ausreichend Gewinne zu machen. Aber was sind 50 Jahre in der Entwicklungsgeschichte der Erde? Wenn wir die Frage nach dem ökonomischen Wert der Natur den Finanzexperten, Investmentfonds, Spekulanten und Banken überlassen, werden diese nach rein finanziellen Gesichtspunkten vorgehen. Das ist sicher der falsche Ansatz. Aber die Politik könnte sehr wohl eine ökonomische Bewertung der Natur unterstützen, so wie das bei den meisten Gütern, die wir produzieren und konsumieren, der Fall ist. Dabei müssen wir allerdings streng darauf achten, dass die Natur nicht zum Spekulationsobjekt wird und dass ihr Wert nicht durch einen überzogenen Finanzkapitalismus verfälscht wird. Es gibt nur einen Ausweg aus der Umweltkrise. Wir müssen uns von dieser Logik des Finanzmarktes verabschieden und verantwortungsbewusst handeln, auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse. Nur so wird es uns gelingen, das Gleichgewicht in der Natur wiederherzustellen. We need to learn to get out
Wir müssen uns von der Logik des Marktes verabschieden, nach der alles einen Preis, aber nichts einen Wert hat. Die Natur hat keinen Preis. Um die Krise zu lösen, müssen die Menschen andere Mittel und Wege finden, so wie sie das immer getan haben. Der Wert der Natur wurde noch nie in Geld bemessen. Die Finanz- und Kapitalmärkte haben amerikanische Kreditnehmer und deren Häuser als Spielball benutzt und damit eine weltweite Finanzkrise ausgelöst. Heute sind wir alle klüger. Jetzt kommt eine ähnliche Maschinerie in Gang. Aber der Spielball ist dieses Mal die Natur. Es betrifft uns alle. Wollen wir unseren Planeten wirklich den Finanzmärkten überlassen? Bei einer Blutuntersuchung werden bestimmte Parameter gemessen, zum Beispiel der Natriumgehalt im Blut. Natrium ist ein Ion, das wir im Meerwasser finden, genauso wie Kalium und Magnesium. Warum haben wir diese Elemente in unserem Blut? Weil sie aus dem Urmeer kommen und weil das Leben vor 440 Millionen Jahren aus diesem Urmeer entstanden ist. Wir sind nur ein kleiner Teil des Urmeeres. Wir bestehen aus Wasser und Zellen, die uns von der Natur geschenkt wurden. Wir leben von dem, was die Natur an Leben hervorbringt. Wenn wir die Natur nicht respektieren, führen wir den kollektiven Selbstmord herbei. Es geht nicht darum, den Planeten zu retten, sondern darum, den Menschen weiterhin ein gutes Leben auf diesem Planeten zu ermöglichen.